Hallo, ich bin der Loi und jetzt geht's weiter mit Windcraft. Und wie man sieht, ich bin in Levigar. Wie soll's auch anders sein? Denn wir haben wieder in Gavel zu tun und in meinem Questbuch gibt's jetzt zwei Quests zur Auswahl. Einmal Talk to Darnis in the Villager Camp. Keine Ahnung, wo das genau ist. Und das hier ist, okay, das ist hart und das ist dann im Dark Forest, aber das hier ist ja irgendwie ein Stück weiter. Ist das im Sumpf? Ich weiß es gar nicht. Talk to Darnis. Na, ich werde auf jeden Fall die Medium Quest zuerst machen. Da mache ich immer die leichtere Quest zuerst. Und na gut, müssen wir halt mal wieder gucken. Ich drücke auf F3, was auch sonst. Und ich habe hier so ein paar Sachen im Inventar und man sieht auch hier, mein Erfahrungsbalken ist ein bisschen weiter gewachsen. Also okay, da will jetzt jemand traden. Moment. So. Aber genau, ich war nämlich am Sonntag. Da wollte ich da nicht aufnehmen. Ich wollte nur mal kurz auf den Server gehen und hab dann aber zufällig den Dirtman und den Toko Herold getroffen. Und wir hatten so ein bisschen Spaß im Tower of Ascension. War sehr lustig, aber habe ich halt offscreen gemacht und nicht aufgenommen. Und also ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob ich in Zukunft nochmal Tower of Ascension aufnehmen werde, weil es ist halt doch immer, ja, es ist halt immer das Gleiche im Prinzip. Man kennt das Prinzip, es ist ein Arena-Kampf und man hat die verschiedenen Mobs mit den verschiedenen Angriffen. Aber, und es ist natürlich kackenschwer, also die beiden, die haben mich da gut beschützt, sonst hätte ich das nicht überlebt. Aber es ist halt nichts, ja, so richtig Neues, deshalb weiß ich nicht. Und ohne Kommentieren konnte ich mich auch viel besser konzentrieren, das habe ich auch gemerkt. Das war also um einiges angenehmer. So. Sind ja hier. Ne, Moment, ich muss schon so ein bisschen in die Richtung. Minus 14 war das bei der X-Koordinate. Deshalb, ich muss schon so ein bisschen in die Richtung. Naja, auf jeden Fall. Was war das? Genau, den Spear hier, den habe ich vom Dirtman bekommen. Legendary und der passt für mein Level und der macht jetzt nur Neutral Damage, dafür davon eine ganze Menge. Bis 130. Na gut, das Teil hier ist natürlich auch nicht verkehrt. Aber ja, plus 5 Strength, das darf man nicht verachten. Also der ist schon nicht schlecht. Ich kann ja mal vorlesen. Despite this mace never seeing use by Remikas, it was seen as a symbol of the might of his rule over Gavel. Its true abilities in battle have never been seen. Na gut, vielleicht können wir die mal zeigen, die Möglichkeiten. Aber wer ist Remikas? Das weiß ich natürlich noch nicht. Aber offenbar hat er mal über Gavel, über ganz Gavel hat er geherrscht. Das wäre ja mal ein Ding. So. Ganz Gavel. Okay. Na gut. Minus 14 war das. Okay. Ich muss noch ein ganzes Stück weiter nach da. Das hier ist ja Bootsy.
Das ist es nicht. Nee, nee. Es hieß irgendwie Villager Camp. War ich da schon mal? Kann mich zumindest nicht erinnern. So, da ist ein Skirmisher. Ach, ist es das da? Das sind auf jeden Fall freundliche Mobs. Könnte sein. Aber das ist noch nicht der Dark Forest. So, da drüben ist eine Brücke. Gehe ich mal den ganz offiziellen Weg. Denkste? Von wegen offizieller Weg. Okay, hier die kleine Brücke rüber. Und... Boah, ich time das aber auch immer schlecht irgendwie. Es wird schon wieder dunkel, wenn ich die Quest starte. Da habe ich irgendwie immer das falsche Timing. So. Dann steige ich mal ab. Ja, das ist hier gerade so, glaube ich, an der Schnittstelle zum Dark Forest. Okay. Da ist aber ein übler Geselle. Level 62. Orc Conqueror. Der hält aber nicht so viel aus. Okay. Aber wo bin ich hier gelandet? Ich war mal auf der anderen Seite. Da war auch so ein ähnliches Haus. Da war ich mal. So, ich guck mal, ob ich überhaupt richtig bin. Hier sind Fischer und... Ach, und der Gavel Sentry, der verprügelt hier den Conqueror, aber viel Schaden macht er dem nicht. Also das mit den verbündeten Mobs, oder was heißt Mobs, mit dem Villager, der einem helfen soll, auch mit den... hätten es noch ein Sentry. Mit den Golems. Also so richtig viel helfen die einem jetzt auch nicht. Und wenn ich jetzt drauf klopfe, dann töte ich den Sentry ja auch. Hm. Naja gut. Das ist dann wirklich mehr... Die sind mehr aus Deko-Gründen da. Okay, ein Skirmisher ist hier auf der Seite des Flusses gespawnt. Kann ja auch mal passieren. Old Sage Fischer, Gavel Warrior. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. ...1406... 5000. So, jetzt aber. Was hat er gedroppt? Na, eine Orkhaut. Die nutzt mir nicht viel. So, 1406. Na, das ist noch... Das ist noch weiter in die Richtung. Okay, aber hier ist so ein richtiges Camp mit Zelten. Ja, ja. Hier kommen permanent die Orks rein. Okay, das hier sieht gut aus. Das ist Darnis. Aber ich muss erstmal hier die Kollegen hier ein bisschen auf Abstand halten. So, damit wir ungestört reden können. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Darnis, was ist das hier für ein Camp? This is no place for wind natives. This is a villager troll war. Oh my god. Oh well, actually, we do need a human to assist us. It would help us avoid conflict at all. The filthy but thick-skinned orcs and their troll brothers have been long-standing enemies of the villagers. Villagers are not of physical might. We prefer the use of magic.
However, the orcs' skins are immune to all but the strongest spells. So if we can settle our differences peacefully, we will... But orcs are not the most intelligent creatures. In fact, I don't think they even know how to spell orc. Nevertheless, they do respect loss and victory. If we are able to get the leader, Gorgu, to sign a peace treaty, they will have no choice but to stay peaceful for now. Now you see our problem. We are not able to get to Gorgu. He lives deep in the caves of the fortress, protected. Protected. Achso, der Satz ist da einfach zu Ende. So. Our best bet is to send someone disguised as an orc. However, our body type and smell will give us away instantly. We need you to go in our stead. Orcs won't know a human scent too well. Na super. Das heißt, Menschen sind Orks ähnlicher als Villager? Stink ich so sehr, oder wie? A convincing mask should fool them. So please bring me 3 orc skin by killing some orcs nearby. We will reward you handsomely if you are able to convince Gorgu to sign the treaty. Okay, naja, der Kampf zwischen Villagern und den Orks, der ist ja schon bekannt aus den Plains und von Levigar, die hatten ja auch immer Probleme. Aber anscheinend wird das jetzt hier, oder ist der Versuch zumindest da, das hier mal anders zu lösen, weil sonst haben wir immer die Orkführer einfach getötet. Und jetzt sollen wir einen Friedensvertrag aushandeln. Na, ob das mal gut geht. Eine Orkskin habe ich schon. Brauche ich derer noch 2? So, aber nicht jeder droppt eine. Das heißt, wir haben ein bisschen Grinding. So, der Dirtman ist auch da. Schreibe ich mal kurz. So. Naja, ein bisschen grinden zwischendurch. Ist ja okay, wenn es nicht so überhand nimmt. Ja, das war jetzt ja wirklich easy. Wenn es, wie in dieser einen Quest da im Dschungel, wenn man da irgendwie dann 30 von solchen Teilen sammeln muss, das ist dann schon ein bisschen nervig. Aber 3 Stück, da ist es bei der Droprate wirklich kein Problem. Oh, perfect. Let me craft it. Ja, okay, okay, okay. Das dauert so seine Weile. Ja. Das sind jetzt dann aber nicht bis 7 von 8 nur Punkte, oder? Ha, a work of art, if I say so myself. All right, you will certainly fool those stupid orcs, and that's for sure. You're going to look like a real orc with this mask. Remember to grunt and shout about how much you love pig for dinner. This will bring us one step further to ending the orc war one way or another. Now go to Lidin, the orc fortress, by following the path out of the war camp and past the orcs. Then put on the mask, search for the cave, and make your way to Gorgu, and make him sign the peace treaty. But be careful, orcs are bad enough, but Gorgu's something else. Huh? Oh, and bring me back the orc mask. When you're done too, I would like to keep it. Ja, die ist ja vielleicht noch zu was zu gebrauchen. Also Gorgu ist irgendwie... bisschen anders drauf. Aber wird das funktionieren? Können wir wirklich mit dem reden?
Bin ich ja mal gespannt. Hat die eigentlich Stats? Ah, 900 Health, immerhin. Ist besser als mein Helm, was das angeht. Also da habe ich dann, naja, da habe ich nicht die Health Regeneration. Da muss ich dann ein bisschen, ja, da muss ich dann ein bisschen vielleicht Heiltränke zu mir nehmen. Kann ich ja mal hier gleich das so machen. Ja, hier habe ich noch so ein paar von den nicht so guten. Verbrauche ich die vielleicht erstmal. Okay. So, und jetzt den... Okay. Enter in Leiden, the Orc's Fortress. 1310, okay, wearing the Orc Mask. 1310, das heißt, das ist ein ganzes Stück in die Richtung. Okay, one-hitted. Da ist es nicht verkehrt. Okay, aber da gehe ich hier ein bisschen schneller durch. Weil... Das dauert sonst ein bisschen zu lange. So. Okay, aber da ist auch nochmal eine Höhle. Jetzt noch nicht. Ich folge mal der Aufgabe von der Quest. Okay. Camp Orc Leader, okay, da sind hier auch noch so einzelne Camps. Und jetzt verfolgen sie mich alle. Natürlich. Aber die sind langsam. Die sind echt langsam. Warum sind die so langsam hier? Haben wir echt nicht so viel drauf. Oh, das ist die Fortress. Die sieht aber geil aus. Also, Respekt, ihr grünen Männchen, dass ihr so eine geile Festung habt. Okay, und da ist hier so ein Schutzwall. Aber haben die das selbst erbaut, oder? Das kann man sich ja fast nicht vorstellen. Weil sonst leben die immer nur in so kleinen Camps oder in Höhlen. Deshalb kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das wirklich die Orks gebaut haben. Vielleicht haben sie es ja auch nur erobert. Im Sumpf, da war es ja so, dass die das nur von den Menschen erobert haben. Okay, wir haben hier wahrscheinlich die Barriere überschritten. Find the house with a way leading to a cave. The Orc's Fortress. Okay. Die sind jetzt hier freundlich, das heißt, sie erkennen uns nicht. Oh, sieht das schön aus. Das wird was fürs Thumbnail hier mit der Maske. Hallo. Ach ja, ich soll ja grunzen und brüllen. Ja, ich will Schwein zum Abendessen. Ein oder zwei Schweine sollten reichen. Okay. Ein bisschen dusselig sind die schon hier. Ach, da unten sind wieder diese Fischwesen. Boah, aber echt cool gemacht. Muss man sagen. Also ich gucke mich jetzt hier noch so ein bisschen um, weil das will ich dann natürlich auch ein bisschen würdigen. Okay, aber da unten sollte ich wohl eher nicht runterfallen. Ach du liebe Zeit. Da geht's ganz schön ab. Oder muss ich da unten dann weiter? Ich muss ja irgendwie in eine Höhle. Naja, das könnte jetzt jedes Haus hier sein.
deshalb. So, da ist noch ein anderer Spieler mit Orkmaske. Kann man eigentlich auch schön Leute erschrecken, wenn man irgendwie noch so den passenden Skin dazu hat. Zieht man seine Rüstung aus und läuft irgendwie in Olux rein. Und was? Der Loi sagt, Tür öffne dich, doch er fand den Schalter nicht. ja, das war in der letzten Quest. Falls ihr das gesehen habt, da bin ich ein bisschen rumgeirrt. Okay. Hier sind Villager-Köpfe. Schweineköpfe. Das sieht aber gut aus. Das sieht nach Höhle aus. Gucke ich nur mal kurz da hinten. Ist hier noch was? Ach, da unten. Da ist ja auch noch... Da ist ja auch noch so ein Camp. Mit irgendwie... Was ist das? Dieses weiße Zeug. Okay, aber da sind... Das gehört dann nicht mehr hier zur Fortress, weil da sind irgendwie... Ja, da sind rote. Ach du liebe Zeit, das sind keine Orks. Das sind keine Orks. Das hat mit dieser Quest hier nichts zu tun. Ja. Ne? So.